gönnen wir uns das Ganze. Was ist das für ein krankes Game? Nächstes Game. Zwei Siege. Wir nehmen uns den Riesen. Der Riese ist immer solide, den mag ich. Riese, Mega Minion, wunderbare Kombi. Wollen wir uns mal den Ballon nehmen? Nee. Nee, die Minions sind zu gut. Wir nehmen uns den Bowler. Riese, Bowler, Mega Minion. Was nehmen wir uns? Oh, den nehmen wir uns. Nein, der Prinz kontert doch den Bowler. Was mache ich denn? Was mache ich da? Na gut. Wir haben trotzdem so dieses Deck. Wir haben halt echt ein stinknormales Deck, wie man es auch im Public zockt. Ich lasse ihn den ersten Zug machen. Jo, mit einem... Guckt euch mal unser Deck an. Wir haben sogar noch einen Tombstone. Könnt ihr euch mal bitte mein Deck angucken? Wir haben ein ganz normales Giant Deck. Ein Giant Bowler Deck, wie man es kennt. Ohne irgendwas Spezielles. Das können wir so nehmen und Public spielen. Das ist ja ultra gemein. Guck mal, wie sauer der auch ist. Wir kriegen hier das geile Deck ab und er muss sich damit irgend so einen Mist zufrieden geben. Was? Da ist ein Golem! Wie konnte ich den nicht sehen? Ich dachte, das wären schon alle Karten. Oh mein Gott, der ganze Chat schreibt es auch schon. Alle schreiben hahaha, ganz normal, aber mit dem Golem. Den habe ich jetzt... Oh Gott. Ich dachte echt, ich bin zufrieden. Aber nein, es ist kein normales Deck. Wir haben noch einen Golem. Ach du Scheiße, und er hat noch einen ganzen Packer. Das ist halt echt ein ganzer Packer, ist nicht nur ein halber. Ballon hat er auch noch. Kriegen wir den Golem noch an den Turm, ist die Frage. Kriegen wir das irgendwie gebacken? Mini-Golem ist vielleicht ein Hit? So einen halben Hit? Mini-Golem, hau rein jetzt! 103. So, hier noch ein Backdoor hinzuhauen, ne? Einmal schnell durchgecycelt, Feuerball auf den King Tower und dann ist das Ding durch. Okay, wir hatten jetzt kein normales Giant Deck. Wir hatten irgendwie, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, noch ein Golem mit am Start. Aber chancenlos, der Gegner. Der hat jetzt hier auch gelieft, der ist, glaube ich, einfach sauer. Ja, ist... Der Moment, als ich gecheckt habe, dass wir einen Golem haben, das war witzig. Das war lustig. Okay, nächstes Game. Kanone oder Eisgeist? Nehmen wir einen Eisgeist. Kann er ruhig die Kanone haben. Nehmen wir uns noch das Musketier. Er hat die Hexe. Eisgolem ist aber eine super Karte. Ich nehme mal den Ritter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Ritter da besser ist. Er hat jetzt ein Royal Giant Deck. Hat er uns noch Single Target Damage gegeben? Nee. Aber wir haben Eisgeist, Eismagier und Musketier und die Fire Spirits. Das sind alles Karten, die ganz nice sind. Gegen den Royal Giant auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, was hat er für Zauber? Was hat er noch für Zauber dabei? Und warum denn Lightning? Es muss doch nicht sein. Oh Gott, warum denn ein Lightning? Warum ein Lightning? Ich dreh durch. Oh, aber alle drei Fire Spirits kommen in den Turm und der Turm ist nochmal eingefroren und Dark Prince. Das war ein verrückter Zug. Ne, aber jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Ne? Warum hat er ein Lightning dabei? Wir haben Musketier und Eismagier gegen seinen Royal Giant und er hat...
Der hat halt echt den Blitzzauber, ne? Da müssen wir. Was ist das denn? Ein defensiver X-Bogen? Können wir beides treffen? Nö. Alter. Was ist das für eine kranke Scheiße? Ey, manchmal kommen hier Decks zusammen, die versteht kein Mensch. Jetzt kann er doch so heftig mit dem Lightning kommen. Schnell noch eine Eisrolle dazwischen. Lol, er lässt alle drei Fire Spirits durchlaufen. Hä, hat er denn keine Einheiten oder was? Ein X-Bogen hätte er da schwer einsetzen können. Royal Giant macht auch keinen Sinn, aber Lightning hat er auch, das ist recht teuer. Verrückt. Der X-Bogen ist halt real, ne? Der Dark Prince ist da nicht verkehrt. Oh, der nächste Lightning. Ja, wenn es 1:1 steht, ist sein Deck deutlich besser. Wir müssen über die andere Seite kommen. LOL! Ich war mir schon ganz sicher! Ich konnte es gerade nicht fassen! Dass das Game zu Ende ist! Ich habe mich ganz doll erschrocken, als das Spiel zu Ende war. Ich habe mich schon auf die Gegenoffensive vorbereitet. Das konnte ich nicht mehr verteidigen. Aber Eisgeist und Eisenmagier haben den Royal Giant so geslowt. So geslowt! Fuck, wie haben die den denn geslowt? Scheiße, was hat er denn für ein Deck? Ach, der hat noch einen Ballon und ich denke, Alter, wir kommen in seine Hälfte und er hat einfach nichts. Und ich frage mich, warum hat er nichts gegen das Musketier? Skelette waren weg. Was soll er gegen das Musketier einsetzen? Soll er einen Royal Giant, einen X-Bogen, Koboldfass, Ballon, Hexe, was, Kanone? Was soll er denn in das Musketier einsetzen? Kranker Scheiß, Leute. Gar nicht so schlecht, dass man so eine Karte hat, die das Ganze bestraft hat. Die Elite waren zum Beispiel, die waren einmal ganz nice. Meiner, damit können wir den Bombenturm ganz gut umspielen. Und dann wollen wir nochmal den Eisgolem mitnehmen. Trimax ist ein Zauberer, ja. Auf jeden Fall. Oh! Was haben wir denn hier? Ein X-Bogen Tesla Prinzessinnen-Deck gegen Bombenturm und eine Hütte. Warum werden die so arschdefensiv jetzt hier? Was soll denn der Mist? Wir errichten uns hier kurz eine kleine Base. Ganz entspannt. Meine nächste Prinzessin nochmal dazu. X-Bogen steht noch. Der X-Bogen kommt zwar irgendwie nicht an seinen Turm ran. Oh, er setzt den X-Bogen falsch. Den Bombenturm falsch. Oh, richtig. Alter, was ist denn das hier jetzt? Alter, der Sepp war geil, oder? Wie fand ihr den Sepp? Der war doch OP. Ich fand ihn richtig stark. So. Alter, was ist denn das für ein kranker Scheiß hier? Was? Ach, der hat sogar eine Rakete.
Der hat sogar eine Rakete. Wieso hat er die nicht eingesetzt? Reflexe sind da mit dem Sepp. Kommt die Skeleton Army? Ne, okay. Eine Hexe. Eine Hexe. Die geht dann auch gleich nochmal down. Eine Prinz-X-Bogen-Kombi. Nein! Der Turm ist nicht in Reichweite. Na gut, dann nicht. Ah, hauen wir nochmal rein. Prinzen dazu, sein Turm hat nicht mehr viel. Wir müssen nur noch einmal mit dem X-Bogen rankommen, dann haben wir ihn. Aber das lässt er so schnell gar nicht mal zu. Jetzt hat er den Bombenturm mal richtig gespielt. Was ist das für ein krankes Game? Nächste X-Bogen. Ich habe halt auch drei Prinzessinnen, das darf man so schnell auch nicht vergessen. Jetzt haben wir ihn X-Bogen am Turm. Alter, das ist der absolute Abfuck. Ich würde so... Oh, wenn ich der Gegner wäre. Alter, wenn ich der Gegner wäre, mein iPad wäre so dermaßen zerstört. Sechs Siege. Oh, ich habe noch ein schlechtes Gewissen mit dem Gegner. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Die. Ich weiß nicht, ich finde die Hexe irgendwie schlecht. Hier nehmen wir den Inferno-Drachen. Ah, was nehmen wir denn hier? Eisgeist, oder? Ja, Eisgeist. Was haben wir noch? Oh, Giant Skeleton Tornado. Giant Skeleton Tornado? Ich riech da eine geile Kombi. Es war wieder Zeit, die gegnerischen Truppen in die Bombe zu ziehen des Giant Skeletons mit dem Tornado. Wenn wir das hier noch bereinigt, er wird ein bisschen Damage machen, ne? Ja, eine Bombe vom Bomber können wir noch verkraften. Ist in Ordnung. Oh! Lavahund und Riese? Lavahund und Riese? Lavahund und Riese. Kranker Typ. Ein Inferno-Turm. Bockt. Erstmal ein Eisgeist. Ich hoffe, dass dieser Eisgeist kommt rechtzeitig an. Oh, Alter. Ultra chilliger Eisgeist. Aber wir kommen halt null durch. Null. Also ja, der Eisgeist war nice, aber bringt uns halt nichts. Einfach einen Tesla einsetzen, wenn wir nichts haben. Shit, Leute.
Ich habe keine Ahnung. Was hat er denn für Zauber? Was wollen wir denn machen? Ich war noch nicht einmal an seinem Turm, ne? Ich war nicht einmal an seinem Turm dran. Das ist jetzt auch nicht so häufig. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Jetzt ziehen wir alles zusammen. Und hauen dann noch. Seine Minions sind down. Noch ein Sepp drüber. Ein Giant Skeleton. Also der Inferno-Drache lebt noch. Das ist schon mal nicht so kacke. Machen wir den zweiten Inferno-Drachen rein. Keine Ahnung. Was mache ich denn hier? Bringt das überhaupt was? Zwei Hexen und zwei Inferno-Drachen. Also das kann ich mit Sicherheit sagen. Das ist ein Angriff, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Da kann auch der Inferno-Turm nichts mehr machen. Ja, wir haben zwei Inferno-Drachen am Turm und das Ding. Also ganz ehrlich, Leute. So welche Games sind nur in dieser Challenge möglich. Wirklich. Das sieht man sonst nirgendwo. Giant Skeleton als Tank und als Backup zwei Hexen und zwei Inferno-Drachen. Holy shit. Nächstes Game. Richtig verrückt. Ja, nehmen wir uns hier die Rakete. Wir haben ja gelernt, dass die Rakete stark ist. Holz dazu. Hat er einen Tank? Wird er einen Tank haben? Was denkt ihr? Hat er einen Tank? Hat er einen Tank? Also jetzt schon mal ein Lightning. Ich nehme den Inferno-Drachen. Ich hoffe, er hat einen Tank. An den Holzfäller. Alter. Ich sag, er hat einen Tank. Er muss einen Tank haben. Super. Das hat doch mal wieder fantastisch funktioniert. Rakete. Schön simpel. Oh, das war wie richtig Skill. Mann, hab ich Skill. Oh, das war so krass einfach. Das war so schwer und so heftig. Ich finde die Rakete super. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welche Karte ich besser finde. Rakete oder Inferno-Turm. Das sind einfach Karten, die von Skill nur so strotzen. Respekt. Also, das ist einfach fantastisch. Hau ich die Rakete da rein? Nee. So viel kriegt er da nicht raus. Was ist das denn hier für ein Deck? Wieso habe ich denn Scheiße Rage Spell? Wen habe ich. Bei wem muss ich mich denn dafür bedanken? Wir haben hier den Full Single Target Damage. Na, hast du noch eine Einheit? Willst du noch was setzen? Ich habe hier eine Rakete. Wow. Alter, ein geragter Holzfäller, der ist halt echt geraged. Aber kommt wieder null durch. Und noch kein Schaden. Hat doch da ein bisschen Schaden. Oh, die Hexe macht jetzt Damage. Der Split Push war nicht verkehrt, aber da hat die Hexe jetzt leider Schaden. Was? Jetzt haut er mir einfach so. Einfach nur so ein Lightning drauf. Will er das Game jetzt so finishen? Da hätte ich aber was gegen, muss ich sagen. LOL, Inferno-Drache. Inferno-Drache im Rage.
Was zur Hölle? Dieser Inferno-Drache hat den Turm innerhalb 3 Sekunden kaputt gemacht. Warum? Oh, was? Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Gut, okay, 7 Siege haben wir. Wir öffnen das Ding. Man kriegt natürlich trotzdem mega viel Gold. Gönnen wir uns das Ganze. Okay. Dann wollen wir uns nicht beschweren. Da kann der Gegner dann auch nicht mal Feuerball Sepp gegen die 3 Musketiere haben. Wenn wir dafür eine Legendary Card bekommen, habe ich damit gar kein Problem. 16 von 20 mal den Holzfäller, um ihn auf maximalem Level zu bekommen. 16 von 20 mal.